auf der Trommel unterschrieben. So, aber jetzt müssen wir hier. Genau, dass wir in 5 Minuten nach Hause können. Es ist nämlich mittlerweile eisekalt und unangenehm. Ja, einmal von der Sache her braucht man eigentlich nicht sagen. Du hast vorhin schon angesprochen, Ralf, Rhein-Main-Gebiet, Umfeld, alles immer friedlich. Gibt es eigentlich überhaupt keine Debatte. Das, was mir am Herzen liegt, ist so ein bisschen, ich kann im Moment diese Partymusik nicht leiden, in Anbetracht dessen, was in der Ukraine los ist. Mal ganz kurz vielleicht eure Gedanken zu der Thematik. Wir gehen für Frieden, Freiheit, Demokratie auf die Straße. Das steht ja in Zusammenhang mit Rechtsstaatlichkeit, mit vernünftiger Wissenschaft, mit Diskurs. Der wird ja verwehrt. Wir fordern ihn ein, dazu sind Demonstrationen da. Aber jetzt mal eure Einschätzung. Du hast vorhin schon ein paar Worte dazu verloren, da habe ich mich sehr gefreut, weil wenn das Thema nicht angesprochen gewesen wäre, hätte ich begonnen, an der Bewegung zu zweifeln. Es ist nicht nur unser Frieden, um den es gerade geht, sondern es scheint der globale Frieden zu sein, um den gerade geht. Schildert einfach mal eure Gedanken, eure Eindrücke und dann auch noch ein paar Fragen zu der Bewegung, wie das jetzt weitergeht, über den Sommer, über den Frühjahr, über den Frieden Day. Also insgesamt muss ich sagen, ist natürlich das Thema Frieden ein großes Teil von der Querdenkenbewegung von Anfang an. Wir stehen ja für Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Und deshalb ist es auch natürlich uns ein Anliegen, dass es Frieden auf der ganzen Welt gibt. Es gibt ja auch viele, die von der Friedensbewegung mit bei den Querdenken-Demonstrationen sind. Aber ich muss auch ganz klar sagen, wir als Querdenken, wir haben uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Und das sind die Grundrechte. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch beim Thema Frieden zu tun. Ich glaube, wir können uns einigen oder einig sein, dass wir für Frieden stehen und dass alle Menschen weltweit Frieden verdient haben. Aber wir sollten jetzt nicht darüber diskutieren und uns deshalb streiten, ist Putin der Gute oder ist Trump der Gute oder wer auch immer der Gute ist. Für mich geht es einfach oder geht wirklich darum, am Ende sind immer die Menschen die Leidtragenden von den Kriegen und nicht die Machthaber, die die Kriege auslösen. Und deshalb sollten wir uns in diese Diskussion, oder deshalb will ich da keine Position beziehen und sagen, pro Ukraine, pro Russland, pro irgendwas, sondern es geht darum, Frieden auf der ganzen Welt und das ist ein wichtiges Thema. Okay, Michael, das ist eine Antwort, die mich jetzt persönlich, ehrlich gesagt, was anderes hätte ich dir nicht zugetraut. Vielen Dank. Ralf, deine Einschätzung ein bisschen dazu. Ich habe gerade in einem anderen Interview das Gleiche im Prinzip auch gesagt. Ich habe gesagt, wir dürfen uns nicht an der Kriegslogik beteiligen, sondern wir müssen uns an einer Friedenslogik beteiligen. Und Friedenslogik bedeutet halt, man muss mal gucken, was Michael im Prinzip angefangen hat und womit Querdenken angefangen hat. Querdenken sagt immer, wir sind für Frieden, für Freiheit und für Selbstbestimmung. Das gilt natürlich überall. Und wir wollen einen Debattenraum eröffnen. Und den Debattenraum, der gilt natürlich nicht nur hier national in Deutschland oder wo wir gerade sind, sondern gilt natürlich auch international. Und Krieg ist immer ein Versagen der Diplomatie und Krieg ist immer ein Versagen, dass man nicht mehr miteinander redet. Und am Ende sind die Leidtragenden immer die Menschen. Es sind ja die Menschen, die jetzt leiden, auch wenn man jetzt Sanktionen macht. Die Sanktionen, die man gegen Russland macht, treffen ja erstmal die Menschen. Die können sich nichts mehr zu essen kaufen. Die können möglicherweise nicht mehr ihre Wohnungen heizen. Die können möglicherweise keine medizinischen Leistungen mehr in Anspruch nehmen. Ich habe das jetzt gesehen, dass viele Russen, die eigentlich ja nach Deutschland kommen sollten, um hier behandelt zu werden, sich diese Behandlungen nicht mehr leisten können. Das heißt, es trifft die einfachen Menschen. Und das ist die große Gefahr. Und das ist natürlich das Gleiche in der Ukraine. Ein Krieg tötet Menschen. Und wir müssen uns immer gegen so etwas aufstellen. Und ich denke, das ist also die Friedensbewegung ist ja ein großer Teil von Querdenken, also von der Anfangsbewegung. Und es geht um Frieden. Und das müssen wir immer wieder sehr laut sagen. Du hast eben was gesagt, und zwar quasi dieses Ausschließen ist ja schon eine Form des Krieges. Dieses komplette Ausgrenzen, und das ist ja, ich sag mal, jetzt auf unseren Raum, den wir die letzten 2 Jahre hier erleben, dieses Ausgrenzen dieser Friedensbewegung, das ist ja auch fast eine Form des Krieges. Wir haben in Miltenberg im Übrigen einen Sonderfall laufen, weil ich der Meinung bin, dass die dritte Bürgermeisterin, also ist ja auch nicht nur Stadträtin, sondern dritte Bürgermeisterin, ihr wisst, es ist ein kleines Nest, arbeitet an der Presse noch zusätzlich dazu, Kreisrätin, Stadträtin, Ortsvereinvorsitzende, die uns quasi auskehrt. Also die hat einen Kehraus in Miltenberg gegen uns gemacht, als wären unsere Gedanken, unsere Sorgen Dreck, wir dumm, würden Verschwörungstheorien hinterherlaufen. Und da habe ich eine scharfe Rede gehalten, die zu einer Strafanzeige geführt hat. Ich bin gespannt, ob es überhaupt kommt, weil die war überlegt, die Rede. Und ist das auch, empfindet ihr das, was die letzten 1,5 Jahre gegen diese Menschen, die hier auf den Straßen sind, in ganz Deutschland, in Europa, ist das eine Form des Krieges? Oder ist es eine Vorbereitung? Wie würdet ihr das bezeichnen? Vielleicht kann ich mal was Juristisches dazu sagen, weil ich nur heute gerade in Karlsruhe war und mit einem Kollegen von mir, mit dem David Schneider, über das ZAF gesprochen habe. Das ist ja dieses Zentrum, was wir gründen. Und da ging es eben auch über die Frage, was sind eigentlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Und tatsächlich ist Hassrede und Aufstacheln
ist auch, gehört schon zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also auch da muss man aufpassen. Wenn jetzt eben hier gegen einzelne Gruppen, gegen einzelne Bevölkerungsteile aufgestachelt wird, ist das ja genau der Beginn. Also ich würde da genau dem zustimmen. Also es steigert sich ja, es fängt ja an irgendeiner Stelle an. Und eben Menschen gegeneinander aufzuhetzen, Menschen auszugrenzen, ist der Beginn von Krieg. Das kann man so sagen, ja. Ja, und ich sehe das Ganze ja ein bisschen aus der spirituellen Seite und ich sag mal, ich hätte mir nicht vorstellen können, was eigentlich passieren kann, als ich gestartet bin. Und ich sag mal, der Vorhang hat sich gelüftet, man durfte mal hinter die Kulissen praktisch schauen und hat mal erlebt, wie Politik hier eigentlich funktioniert oder wie die Demokratie in der Form eigentlich funktioniert, dass es mehr oder weniger eine große Demokratie-Simulation ist, kann man ja schon sagen, solange man sich nicht mit dem System anlegt, wird man in Ruhe gelassen. Sobald man mal größere Position bezieht in Form von einer Demonstration, die eben auch mal die großen Dinge ausspricht. Wir haben ja immer schon Geldsystem, Inflation, also die großen Wirtschaftsthemen auch thematisiert auf den Demonstrationen. Und sobald man das halt tut, dann merkt man eigentlich erst, was hinter dem Vorhang passiert. Und dass es kein Zufall ist. Also das scheint eine gewisse Eigendynamik, die ist gewaltig. Da muss man einfach nur sagen, der normale Bürgerprotest ist nicht erwünscht. Oder er ist nicht nur erwünscht, er ist eigentlich gar nicht erlaubt und wird mit allen Mitteln boykottiert und versucht zu sabotieren. Und das sind eben die üblichen Mechanismen, Diffamierung, Spaltung, Hetze untereinander etc. Kann ich nämlich einen Punkt sagen, das ist, wusste ich gar nicht, aber mein Kollege, bei dem ich heute war, hat mir halt gesagt, dass die großen Demonstrationen von dem Nawalny in Russland auch verboten worden sind mit der Begründung, dass er sich nicht an die Corona-Schutzauflagen halten würde. Also das ist genau das, was wir ja erleben. Ne? Also diese Corona-Maßnahmen dienen eigentlich nur dazu, die Menschen davon abzuhalten, auf die Straße zu gehen und für Frieden, Freiheit und Demokratie zu demonstrieren. Es ist ja gar nicht möglich, für Frieden, Freiheit und Demokratie zu demonstrieren. Dann wird dir halt gesagt, ja, du hältst dich nicht an die Auflagen, die gar nichts damit zu tun haben, damit eben diese Bewegung nicht auf die Straße geht. Und es wird natürlich versucht, sie auf die Fläche zu verbreiten, damit eben nicht man sieht, wie viele Menschen eigentlich für Frieden auf die Straße gehen. Und das wird halt verhindert. Und das ist tatsächlich diese Botschaft. Schaffen will man nicht. Und ich wurde gerade gefragt, wo es endet, weiß ich natürlich auch nicht, ich bin kein Hellseher, aber ich habe gerade kein sehr gutes Gefühl, was hier passiert. Das haben wir schon lange nicht. Hast du das Gefühl, also gerade jetzt, wir sind ja schon, du hast es glaube ich auch in Aschaffenburg mal gesagt, in einer Art Psychose. Es ist eine Art Psychose und jetzt ist dem ja nochmal eine obendrauf gesetzt, sogar mit atomarer Angst und was für einer Panik. Es wird halt immer mit Angst gearbeitet. Eine Angst ist das wesentliche Kriterium. Das habe ich jetzt gerade gelesen, hat einer gepostet. Ich habe es nicht überprüft, ob es stimmt. Aber der Hermann Göring ist ja, glaube ich, gefragt worden bei den Nürnberger Prozessen, wie sie das gemacht haben. Und da hat der Hermann Göring, da hat der Göring wohl dazu gesagt, na, du musst einfach nur Angst machen. Dann ist es völlig egal, ob du Nationalsozialist, Kommunist oder Demokrat bist. Du musst einfach nur Angst machen. Und mit der Angst kannst du die Menschen steuern. Ja, für mich ist einfach wichtig, dass wir sagen, wir gehen jetzt dieses Jahr auch in die Veränderung. Also wir haben die Power ja auf der Straße, was wir ja im Gegensatz zu den anderen Bewegungen haben, ist, wir haben richtig Ausdauer. Sieht man auch, über 2 Jahre sind wir jetzt da und es wird uns keiner eine neue Gesellschaft nach unserem Vorbild aufbauen. Das heißt, wir werden es selber tun müssen. Und ich habe ja auf der Bühne zumindest den Teil gesagt, den ich beitragen kann, nämlich bei Google und Apple aussteigen und Bitcoin sich einfach mal ansehen als alternatives Währungssystem. Ich freue mich über jede alternative Schule, die aufgemacht wird und die solidarischen Gemüsegemeinschaften etc., die es gibt, die Gewerkschaft, die es jetzt gibt. Also, aber was ich sagen will, wir werden es selber tun müssen. Also die Gegenseite, die uns gerade eben so bekämpft, die wird uns kein besseres System anbieten und sagen, hier habt ihr euer tolles System. Also kurz gesagt, wir müssen im Kleinen. Was ich dazu sagen darf, also auch gerade eben mit dem demokratischen Widerstand eine Zeitung, die wirklich das leistet, was sie leisten muss. Oder jetzt auch zum Beispiel mit dir, alternative Medien. Die alternativen Medien sind erheblich stärker, als sie glauben. Also wir haben eine so große Reichweite über die alternativen Medien und Menschen informieren sich mittlerweile anders. All das ist Teil der Veränderung und das darf man einfach nicht vergessen. Dieser Teil der Veränderung ist extrem wichtig. Ich habe die Tage noch mal was recherchiert. Das kann ich jetzt vielleicht dann auch mal in dem Interview, das ein bisschen viraler geht. Es ist eine Information, die dadurch auch ein bisschen rausgeht. Da war ich vollkommen schockiert darüber. Und zwar im Moment wird ja der Andriy Melnyk, der ukrainische Botschafter, durch die deutschen Medien so auch publiziert, sage ich mal, seine Forderung, wir sollen der Ukraine mit Geld, mit Rüstung und so weiter helfen und alles Mögliche quasi letztendlich ab gegen Russland. Und jetzt bin ich durch einen alten Kontakt darauf hingewiesen worden, der hatte 2015 am Grab in München, als er in München war, am Grab von Stefan Bandera
Blumen niedergelegt. Das hat er in seinem Twitter-Account, der mit Häkchen ist, mit blauem, also sprich, er ist verifiziert, hat er das gepostet, dem Helden der Ukraine, einem echten, erwiesenermaßen Faschisten. Der wird heute bei uns hofiert, dieser Andriy Melnyk. Jetzt habe ich zum Stefan Bandera noch mal was recherchiert und das war der Knaller. Da sehe ich, da gab es eine Splittung damals, zwei Gruppen, er war der Deckname Konsul 2. Jetzt gehe ich gucken, wer ist denn Konsul 1? Der Mann heißt Andriy Melnyk. Gestorben 1964, den gleichen Namen wie der ukrainische Botschafter heute, der ist 11 Jahre später geboren. Also ich habe gedacht, was passiert hier gerade? Wir wissen es ja ein bisschen, diesen Faschismus in der Ukraine, das gefördert wird, das muss natürlich, wir müssen recherchieren, das zum einen, wir müssen gucken, wie wir unsere Gesellschaft im Kleinen aufbauen, aber es ist erschreckend, was man teilweise rausfindet, wo die Presse einfach sagt, sie zeigt es nicht, sie bildet es nicht ab, was da passiert. Das erschreckt mich. Wie geht ihr, habt ihr ja auch erlebt, was alles nicht berichtet wird. Also was würdet ihr den Menschen mitgeben wollen, die jetzt schon kritisch geworden sind, selbst zu recherchieren? Was müssen die Menschen machen? Ja gut, also ich denke halt gar nicht mehr, dass es so wichtig ist. Also gut, natürlich gibt es ein Wissensbedürfnis, aber wer jetzt, sag mal, die Parallelen zieht zwischen wie wird über Querdenken berichtet, wie wird über anderes berichtet, wie wurde damals über andere Bewegungen vielleicht berichtet, der weiß ja, dass das, was in den Mainstream-Medien publiziert wird, nicht unbedingt das ist, was den vollen Umfang, sage ich mal, abdeckt. Und von daher muss man sich immer selbst Gedanken machen. Aber für mich ist viel wichtiger, anstatt sich jetzt vielleicht mit anderen Themen noch zu beschäftigen, einfach wirklich zu sagen, ich gehe in die Veränderung und was kann ich denn lokal hier verändern? Weil wir werden es tun müssen. Wir werden es selber tun müssen. Und so schlimm, wie du das ist, was du gerade ansprichst, da gibt es ja so viele Themen, die man da recherchieren kann. Es kocht ja ein Konflikt hoch und wenn ich tiefer reinschaue, sehe ich einfach, dass es viele Dinge zu entdecken gibt. Aber die halten mich halt davon ab, mich selbst zu verändern. Wir haben letztendlich heute, finde ich, zwei sehr gute Positionen. Die eine ist, die in die eigene Veränderung zu kommen und die andere ist letztendlich, wir müssen sie auch juristisch irgendwann mal aufarbeiten, was hier passiert ist. Dem würdest du zustimmen, oder? Also man kann es ja nicht einfach dann sagen, okay, ist passiert. Das tun wir ja auch. Also genau das ist es, aber das ist natürlich ein längerer Prozess. Es ist eben nicht nur juristisch, es ist auch politisch und es ist ein historischer Prozess. Das müssen wir uns angucken. Und möglicherweise stehen wir einfach tatsächlich an der Schwelle, dass ich, das, was ich auch in meiner Rede gesagt habe, dass sich im Prinzip das Vertrauen in das Individuum stärker durchsetzt. Und dass man erstmal sagt, jeder Mensch hat qua seiner Existenz das Recht, in Wohlstand und friedlich und ohne von anderen angegriffen zu werden, zu existieren und zu leben. Und das sind wir eben noch nicht. Wir sind immer noch so sehr in so einem Kollektivismus. Ne? Wir schaffen immer wieder irgendwelche Kollektive und die Kollektive schließen natürlich aus. Und das, was du ja vorhin gesagt hast, das ist dann eben auch, was am Ende dann immer wieder in dieser Kriegslogik mündet. Und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte steht aktuell nur auf dem Papier und sie wird nicht gelebt. Und das wird unsere Aufgabe sein, da werden wir Juristen unseren Beitrag zu leisten, aber eben im Wesentlichen die Menschen, das, was Michael gesagt hat, die Menschen durch die Selbstveränderung und durch die Erkenntnis, wir müssen selbstbestimmt leben, jeder für sich muss selbstbestimmt leben und dann kann auch mit den anderen gut leben. Und das ist halt natürlich auch diese spirituelle Komponente. Genau, das ist ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Genau. Also es gibt ja schon, Gandhi hat ja damals schon gesagt, sei die Veränderung. Das heißt, jeder muss auch bei sich anfangen. In diesem Sinne, bevor ich Danke sage, ist was Größeres in naher Zukunft geplant oder? Ich habe es ja heute gesagt, also Querdenken 711 fokussiert sich jetzt darauf, dass die Menschen dabei zu unterstützen, in die Veränderung zu gehen. Wir decken die digitalen Themen ab. Weil ich meine jetzt veranstaltungsmäßig. Ja, da komme ich her. Und wir überlassen es jetzt den anderen, die immer unsere Demos kritisiert haben, auch durchaus mal eine große Demo zu organisieren. Ich wollte ja eine dezentrale Bewegung schaffen, das habe ich geschafft, ja. Das hat wunderbar funktioniert. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir jetzt in die Veränderung gehen, die Kraft da auch reinsetzen und eine Großveranstaltung darf gerne mal jemand anders veranstalten. Dann in diesem Sinne, Ralf, auch noch ein Schlusswort. Ja gut, ich kann halt noch sagen, was jetzt passiert ist eben, dass wir tatsächlich diese juristische Aufarbeitung machen, dass wir politische Themen natürlich setzen, aber die politischen Themen werden eben eher abstraktere und keine so konkreten Themen sein, eben mit, dass wir eben auch eben diese Selbstbestimmung durchsetzen, dass wir den Menschen den Rahmen ermöglichen und so weiter. Und das ist das, was wir jetzt tun, da arbeiten wir im Hintergrund dran und das ist schon Aufgabe genug.
Dann euch beiden ganz herzlichen Dank für euer gesamtes Engagement. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile. 16.08.2020 in Mildenberg haben wir uns kennengelernt. Wir haben uns später kennengelernt. Und wir bleiben dran auf alle Fälle. Danke, dass ihr da wart. Und für unsere Zuschauer. Vielen lieben Dank. Ich muss gerade schmunzeln, weil es immer so großartig, was hier alles passiert. Okay, Michael, danke schön. Alles, danke. Mach's gut. Jetzt war es aber lange. Kalt, wärmt euch schön auf. So, das war's jetzt hier live aus Seligenstadt von die Basit, Berichterstattung von mir und Interviews, fand ich spannend. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, danke, dass ihr auch dreimal reingeschaltet habt, obwohl Facebook unterbrochen habt. Danke, dass ihr es weiter teilt und nochmal bitte auch, unterstützt meine Arbeit, guckt unten in die Ankündigung rein, da steht in der Regel ein Link drin, wie ihr mich unterstützen könnt, denn das Ganze kostet wirklich Zeit, Kraft und Energie und ich möchte mich in Kürze damit auch wirklich freiberuflich selbstständig machen. Ganz lieben Dank fürs Dabeisein, euer Frank Stolzenberger aus Seligenstadt. Bis bald, auf bessere Zeiten und macht's gut. Tschüss.